Was geht ab, Männers, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, wir haben jetzt Mitte November, Ende November erscheint die Icon SBC und ich möchte euch heute mit diesem Video zeigen, in was ihr investieren müsst, damit ihr diese Icon SBC dazu nutzen könnt, wenn sie rauskommt, um eure Coins deutlich zu vermehren. Let's go! Achso, bevor ich es vergesse, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr von mir zu passen. Würde mich sehr, sehr freuen, das Ganze ist kostenlos und supportet mich natürlich sehr. So, Freunde, ich bin mal hier auf Footbin und habe die Icon SBCs von FIFA 19 aufgerufen, um einfach mal einen kleinen Überblick darüber zu bekommen, was denn kommen kann, beziehungsweise was in FIFA 19 gekommen ist, was auch für FIFA 21 mehr oder weniger auf jeden Fall wieder relevant sein wird. Ihr seht schon, es sind verschiedenste Icon gekommen, die man als SBC abschließen kann und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die Herausforderung an, die man erfüllen muss, um so eine Icon SBC abschließen zu können, beziehungsweise was gefordert werden könnte hier in FIFA 21, um die Icon SBC abzuschließen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, in was ihr jetzt investieren solltet, um eure Coins dann wirklich Ende November deutlich vermehren zu können. Wie ihr schon seht, Freunde, was natürlich auch irgendwo klar wäre, ist auf jeden Fall das Rating, was eine große Rolle spielt. Ihr seht hier, für einen Inzaghi musste man beispielsweise einen 83er, 84er, 85er, 86er Squad abgeben. Heißt, diese Karten, diese High-Rated Karten, werden auf jeden Fall Ende November sehr, sehr stark gefragt sein und auch dementsprechend vom Wert her deutlich steigen. Was auch in FIFA 19 gefordert wurde, ist eine SBC mit einem TOTW-Spieler oder mit TOTW-Spielern. Auch hier, Freunde, macht ihr nichts verkehrt, wenn ihr in TOTW-Spieler investiert. Guckt da, dass ihr ungefähr euch, wenn ihr investiert beim Abschlusspreis bewegt, damit ihr nicht viel Verlust machen könnt, falls es dieses Jahr doch nicht gefordert wird. Aber ich würde sagen, wenn ihr in High-Rated-Spieler investiert und den ein oder anderen TOTW mitnimmt, seid ihr für Ende November gut aufgestellt, um eure Coins deutlich zu vermehren. Falls ihr euch jetzt fragt, welche Spieler ihr mitnehmen sollt und wo ihr die denn findet am besten, zeige ich euch jetzt sofort hier auch nochmal auf Footbin. Das ist nämlich hier, Freunde, ich habe es schon geöffnet. Ihr gebt einfach bei Google beispielsweise günstige 83er-Spieler ein Footbin. Oder ich meine, hier oben ist es, wenn ihr auf Footbin seid, könnt ihr einfach Cheapest Player bei Rating suchen und dann werden euch die ganzen Kollegen hier angezeigt. Welche Spieler würde ich an eurer Stelle mitnehmen? Ich würde anfangen, ab 83er Rating die Spieler mitzunehmen. Ihr seht hier, die fangen bei 850 Münzen an. Klickt euch hier einfach mal durch, Freunde. Da macht ihr absolut nichts verkehrt, wenn ihr die mitnehmt. Ich sag mal, so 1 bis 2000 Münzen könnt ihr safe mitnehmen. Achtet dabei, dass ihr eine gute Nation mitnimmt, eine gute Liga, einen guten Verein, einfach damit eine gewisse Linkbarkeit vorhanden ist. Wie gesagt, ich würde die Spieler bis, sagen wir mal, 1500, vielleicht auch 2000 Münzen mitnehmen. Wichtig, Freunde, so mache ich es. Nehmt jeden Spieler einmal mit und packt ihn in den Verein. Die werden safe irgendwann steigen. Auch hier, Freunde, 84er Spieler könnt ihr safe bis 3000 Münzen mitnehmen, 85er bis 6000 Münzen, 86er bis von 10 bis 11, vielleicht sogar 12.000 Münzen einfach mal mitnehmen. Guckt, dass ihr sich vielleicht an den Tagen, wenn die Rewards rauskommen, also jeweils montags und donnerstags, vielleicht etwas günstiger sogar gesniped kriegt. Aber wenn ihr wirklich 83er, 84er, 85er und 86er jeweils einmal mitnimmt und in den Verein packt, macht ihr definitiv nichts falsch, Freunde. Die werden definitiv steigen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr sie gekauft habt, die schon nicht in den Verein packen, sondern ruhig schon überteuert auf den Transfermarkt stellen. Ein Video, wie man UV betreibt, habe ich vor 2 Wochen rausgebracht. Ich verlinke euch das nochmal unten in der Beschreibung, das gerne abchecken. Das könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne machen. So heißt, wir haben die High-Rated-Spieler schon mal abgedeckt. Wir haben gesehen, FIFA 19 wurden auch TOTW-Spieler gefordert. Und ich zeige euch mal, wo ihr hier die günstigen TOTW-Spieler rausfiltern könnt. Ihr geht einfach hier auf die Seite Gold-Inform-Spieler, Filter anwenden und schwuppsiwupps seht ihr hier auch schon alle günstigen Spieler nach Rating sortiert. Hier ganz, ganz wichtig, Freunde, guckt, dass ihr frühestens die Spieler ab Rating 82 mitnimmt, 83er Rating,
auch gerne mitnehmen. Die haben ungefähr einen Abschlusspreis von 9.500 bis 10.000 Münzen. Und ihr seht hier, Freunde, wenn ihr 82er zum Abschlusspreis mitnimmt, 83er, die 1-2K teurer sind, so ein Inks zum Beispiel, oder auch 83er, 1-2K teurer als der Abstoßpreis, könnt ihr definitiv nichts falsch machen, Freunde. Sage ich euch einfach so, wie es ist. Früher oder später werden die hart steigen. Auch hier, packt die einmal in Verein. Informs würde ich nicht zu viele mitnehmen. Guckt, dass ihr investiert, Freunde, und Ende November dann auscashen könnt. Das ist wirklich eine ganz einfache Methode, die Coins, ja, relativ sicher eigentlich zu vermehren, Freunde. Ich hoffe, ich habe es jetzt verständlich erklärt. Falls Fragen sein sollten, gerne nochmal unten in die Kommentarbox reinschreiben. Ja, Männers, das war's auch schon. Kurzes, aber knackiges Video, würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall investiert, Freunde. Ich würde an eurer Stelle auch investieren, so wie ich es gesagt habe. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr bereits investiert habt, ob ihr wie viele Spieler ihr mitgenommen habt, für wie viel Coins ihr insgesamt investiert habt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Lasst ein Like auf das Video da, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Wie gesagt, hier gibt es immer den ein oder anderen Trading-Tipp und auch den ein oder anderen Gameplay-Stream. Ich habe gehört, Weekend League ist immer ganz ruhig hier bei mir auf dem Kanal. Ansonsten, Freunde, schön, dass du heute eingeschaltet hast, und ich kann heute nicht sprechen, Digga. Egal, haut rein, bleibt sauber, seid lieb zueinander und bis denne.